Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Butterblümchen. Oh, Moment, dies ist hier wieder eine wackelige Angelegenheit. Kleinen Moment. So, also, wir machen ein kleines Liebesorakel. Und was habe ich hier schon rausgelegt? Dein Gegenüber. Stellvertretend hier diese Karte. Und wir machen allgemeines Reading, also keine persönliche Legung. Bitte nicht damit vergleichen, denn nimm dir einfach das mit, was so ja, für dich passend ist, stimmig ist, was dir weiterhilft. Ne? So, eine persönliche Legung bekommst du wie immer über meine Homepage. Ich muss mal eben meine sieben Sinne wieder sammeln. Moment. Über meine Homepage und unten in der Videobeschreibung. Da steht auch alles Wichtige. So, genau. Jetzt fangen wir aber an hier. Und zwar. Hier, ich habe schon die Karten gerade extra so hier draufgelegt, weil mich dieser Wachsfleck hier so stört. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das mal auszuprobieren, eure Tipps hier. Aber morgen werde ich das mal angehen. Ich denke auch dann wieder nicht dran, wenn ich ehrlich bin. So, oh, der ist schon eine gesprungen. Hier, wir wollen direkt starten. Wir machen es heute kurz und knackig. Einfach eine Botschaft an dich von deinem Gegenüber. Schnacki-Dacki. Und wir wollen mal gucken, was er dir heute für eine Botschaft vermitteln möchte. Aber ich sehe schon die Liebe, die Gefühle, alles dabei. Alles dabei. So. Es gibt ja noch die kleine Abendbotschaft, deswegen wollte ich das hier jetzt heute ein bisschen kurz und knackig halten. Also, seine Botschaft an dich, meine gute Schnute. Und das wollen wir jetzt mal feststellen. So. Oh. Da ist er, was? Da ist er mit seinen Gefühlen überhaupt nicht im Reinen im Moment hier. Ne? Die Ruten, also die wirbeln Staub auf. Alte Gefühle können auch wieder entfacht oder entflammt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann kam alte Gefühle können auch entfacht sein wieder, ne? Das ist eine alte Liebe, so will ich das mal nennen, ne? Hier in dieser Kombination, das ist ja hier wirklich sozusagen wie ein Sechser im Lotto, ne? Also totale Gefühle mit dem Herz dabei, mit Herz und Seele dabei, aber überhaupt nicht im Reinen mit sich und der ganzen Situation. Ach, hier ist ganz vieles im Verborgenen, das heißt, ich habe ja gesagt, seine Botschaft an dich heute. Ich bin total, ich bin überhaupt nicht im Reinen mit mir, würde er jetzt sagen. Hinher, ne, gar nicht im Klaren. Ich muss meinen Weg da irgendwie jetzt erstmal finden. Ich weiß nur eins, dass ich mich sehr, sehr, sehr stark zu dir hingezogen fühle und dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir sollten zusammen sein. Ne? Da, oh, das behalte ich natürlich alles für mich. Das zeige ich nicht niemanden, denn da sind nagende Zweifel, Alter, Unrat aus der Vergangenheit, den keiner mehr braucht, der völlig fehl am Platz ist. Und ja, wie geht er damit um? Was zeigt er dir? So, ja, die kalte Schulter. Nee, das ist falsch, das ist zu. Sondern ja, so was Unnahbares, ne? Erstmal so einfach schwer zu greifen. Dreht sich aber alles einfach noch um eure Verbindung, denn die ist sehr stark, also präsent hier auch in dem Kartenbild. Also seine Botschaft an dich ist ganz klar: Verbundenheit, Gefühl, das Gefühl, am richtigen Ort bei dir zu sein, aber in sich selbst überhaupt nicht klar. Und es muss dringend hier, der Besen wird geschwungen hier, ne? Es muss dringend alter Staub wirklich weggefegt werden, ja, damit die Basis hier auch bestehen bleibt. Ne? So, das ist die Botschaft. Ich bin aber guter Dinge, denn wir haben hier, komm, eine letzte Karte ziehen wir hier noch. Denn wir haben hier die Blumen sozusagen, also da kommt was Positives reingeflattert. So, ein Treffen haben wir da noch. Guck mal. Und das Ganze, ich bin da sehr positiv gestimmt. Vielleicht werdet ihr euch sehen. Ein Date, eine Verabredung, wie auch immer, ein offenes Aufeinandertreffen. Vor allem Offenheit ist, sehe ich hier ganz wichtig, denn wir haben das Buch hier. Also so ein bisschen die Verschlossenheit hier auch dabei. Ne? Also,
Ja, also denke ich mal, das ist auch ganz wichtig. So, wir ziehen mal noch ein Kärtchen hier, ein Kärtchen da. La 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 la. Auf jeden Fall möchte er dich sehen. Er möchte einfach auch offener sein in vielen Dingen, auch was seine Zweifel angehen, ne? So, denn die Mäuse hier, also, aber das kommt alles. Kommt Zeit, kommt Rat. Also immer mit der Ruhe, meine Liebe. Das blüht, das blüht die Sache. Wobei, wenn du jetzt schon 5 Jahre nichts mehr von ihm gehört hast, ne, dann will ich natürlich jetzt nicht sagen, immer das lübt, meine Liebe. Ne, das ist ja wohl ganz klar, das erklärt sich von selbst, glaube ich. Ach, da sind eine ganze Menge wieder gesprungen. Naja, gucken wir mal. Oh, ich freue mich für dich. Neues Leben, neues Spiel, neues Glück, meine Gute. Also, guck mal, das ist hier zerfällt was wie Sand. Hier alter Staub, was haben wir gesagt? Hier der alte Unrat, der Staub, das brauchen wir jetzt alle nicht mehr. Hier zerfällt was zu Sand und etwas Neues entsteht. Da, guck mal, da ist es schon. Das Neue entsteht daraus schon, ne? Und hier zeigt nochmal das Vorankommen. Also, um es mal ganz kurz zu sagen, da brauche ich nicht viel. Du kommst einfach voran. Er kommt, ihr für euch in eurer Geschichte, ne? Und das ist auch ganz wichtig. Und hier steht Führungsqualität. Das heißt, hier weiß jemand, wo der Weg lang geht. Hier sollte man straight einfach den Weg auch verfolgen. Und wenn er das nicht kann, dann musst du den Part übernehmen, ne? Also, das ist ja nun mal in einer Verbindung, die man eingeht, meist so, dass der andere Aspekte hat, die man selbst vielleicht nicht so ausgeprägt hat. Und dadurch muss man das dann kompensieren im Grunde genommen. Und hier hast du vielleicht mehr den klaren Kopf und weißt, ey, das und das, so und so, lass uns das doch machen. Ja? Das Feld der Träume zeigt noch mal einmal das Lebensfeld. Ne, es geht bei diesem, wenn das Wort Feld hier in diesem Kartenspiel, wollte ich schon sagen, in diesen Karten vorkommt, dann geht es einfach um das Feld, dein Lebensfeld, das du dir bepflanzen und bewachsen lassen kannst, wie du möchtest. Du kannst das Wildwuchs einfach wachs drauf los, ist mir auch egal. Oder du kannst dir deine Oase der Ruhe machen, du kannst dir ein Blumenfeld machen, du hast alle Möglichkeiten. Und da geht es bei dem Feld einfach darum, sich das selber nochmal klar zu machen. Die eigenen Grenzen, die wir uns setzen, sind nur die in unserem Kopf. Jo, und hier geht es um das Feld der Träume und darum, die Träume, das, was man sich erwünscht, ersehnt, einfach in die Tat umzusetzen, in die Realität umzusetzen. Übrigens, meine lieben Freunde der Sonne, ich würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Ne? Vergesst das nicht, das ist ganz wichtig. Ja, ehrlich, damit der Kanal hier überhaupt am Leben bleiben kann. Und ja, falls du Interesse hast, kannst du natürlich auch diesen Kanal abonnieren. So, da haben wir jetzt noch einen inneren Buddha. Komm, den hau ich jetzt noch raus. Oh, und wisst ihr, was ich euch noch ziehe? So ein Mantra. Mantra. So, jetzt haben wir hier, es ist nie zu spät, etwas richtig zu machen. Alles, was du jetzt anpackst und meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. So, und jetzt noch so ein Mantra. Einfach für dich, dass du dir das für dich. Manchmal ist da für mich ja auch Glück. Was will man mehr? Also, dein Mantra, Glück. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das sehe ich auch so. Da bin ich ganz für. So, Schnubbelbubbels. Ich bin jetzt weg. Ich verabschiede mich für heute und oh, ich habe kalte Hände, ey. Und wir sehen uns morgen in alter Frische, ne? Und oder nachher noch, je nachdem, ne? Und ich sag mal Tschüss.